Hallo, herzlich willkommen zur Olze kocht Weihnachtsedition. Und ich koche, wie das neuerdings unsere Manier ist, nicht alleine. Ich habe eine ganz wunderbare Gästin dabei und rufe sie direkt herein, unser kleines Weihnachtsengelchen, Johnny Kettler-Mietz. Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Aber sehr, sehr gerne. Ich muss ja sagen, ich habe mich tierisch gefreut, Belinda hat dich angefragt, ob du kommen magst. Und ich hatte irgendwie nicht so große Hoffnung, dass das klappen könnte. Und du hast direkt geantwortet, oh ja, mit Essen kriegt man mich immer. Ja, das Einzige wäre das Problem gewesen, wenn ich keinen Termin gefunden hätte. Ja. Aber ansonsten, wenn du sagst, es gibt Essen, dann bist du am Start. Dann bin ich eigentlich immer am Start, ja. Ja, das ist sehr schön. Wir kochen nämlich heute zusammen. Das finde ich großartig. Ich bin und gespannt. Was denkst du, was machen wir? Ich habe dir das noch gar nicht verraten, ne? Nee, überhaupt gar nicht. Aber irgendwas mit Haferflocken? Irgendwas mit Haferflocken, richtig. Ich kläre dich auf. Ja, wir machen eine Suppe aus Maronen. Oh, geil. Mit Köttbullar. Geil. Geil. Wir machen auf jeden Fall heute voll auf Weihnachten und wir kochen mit Maronen. Und in diesen Maronen kommen kleine Köttbullar, also vegane Köttbullar. In die Maronen rein? In die Suppe rein. Ach so, ich wollte schon als sagen. Als Einlage sozusagen. Okay. Ja, genau. Und deswegen fangen wir mal mit der Vorbereitung an für diese kleinen Köttbullar. Die sind nämlich auf Basis von Linsen. Geil. Das sind grüne Linsen, sehen eher schwarz aus. Aber auf der Packung statt grün. Also es sind grüne Linsen. Die Schubsala verschwinden in diesem Topf, 100 Gramm, ganz easy, bisschen Wasser drauf. Du kannst fast schon da bleiben, doppelte Menge ungefähr. Ich bleibe hier. Und dann setze ich die einfach mal oben auf. Wir haben hier immer keine passenden Deckel, deswegen den zu großen Deckel da oben drauf. spart man natürlich Energie mit, ne, wenn man den Deckel jetzt nicht auflässt, so, und einfach anheizen, stehen lassen, ab und an mal umrühren, damit die nicht ansetzen, aber ansonsten sind die recht autark. Sehr gut. Was kommt als nächstes? Yes. Hast du Probleme mit Zwiebeln? Überhaupt nicht. Ich liebe Zwiebeln und Knoblauch. Ich und finde, auch mit Tränen und so, du bist so schön geschminkt, ich möchte, dass das so bleibt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, dann experimentieren. Dann kriegst du eine Zwiebel, warte mal. Ja, genau. Aber ansonsten nehme ich auch den Knoblauch. Lieber Knoblauch? Ja, ich liebe Knoblauch schneiden. Kriegst du den Knoblauch? Den ganzen? Leider nicht. Schade. Also, wenn es nach mir ginge, würden wir das auch machen. Wir können aber auch, wir essen das ja heute. Ja. Wir können einfach auch mehr reinmachen. Ja, bitte. Billy, ist das okay für dich? Ich so? Wie viel wäre denn für dich? Macht mal, ich kann ja nur ein bisschen. Warte, ich fange an. Reicht. Nein, Quatsch. Also im Rezept, was wir euch zur Verfügung stellen, steht, dass wir zwei Knoblauchzehen in die Köttbullar tun und eine in die Suppe. Und Johnny Cat entscheidet jetzt, wie viel wir hier heute verwenden. Die doppelte Menge. Die doppelte Menge. Also vier in die Suppe und zwei in die Köttbullar. Okay. Kannst du damit leben? Ja, ich kann. Ich finde, das ist immer so das Mindeste, was man machen sollte. Gut, dann machen wir das so. Wie gesagt, ich mag den Geschmack, ich liebe, aber ich muss davor, ich reagiere sehr schnell darauf, aber das macht nichts. Ich habe ja danach frei. Okay. Messer deiner Wahl, was hättest du gerne? Oder lieber noch kleiner? Nee, ich finde so eins zum Beispiel super. Dann sei das dein Messer. Toll. Du musst die allerdings gar nicht so fein verarbeiten. Bedauerlich. Ja, bedauerlich. Die werden nämlich püriert am Ende noch. Deswegen schälen und so grob hacken reicht vollkommen aus. Guck mal, die sind auch gar nicht so groß, die Knoblauchzehen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Quasi Babyzehen. Doch, guck mal, das werden wir alles überlegen. Sechs Zehen ist nicht viel. Johnny, du bist Burlesque-Tänzerin. So ist es. In erster Linie? Nee, du hast so eine volle Visitenkarte, ne? Da stehen noch andere Dinge mit drauf. Ja, aber es ist also, ich bin hauptsächlich Burlesque-Tänzerin und eigentlich, außer dass, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, aber genau, eigentlich gruppiert sich alles andere, was so passiert, gruppiert sich so darum. Ja. Das ist schon mein Hauptjob. Ja. Das ist das, was ich mache. Und wo trittst du auf? Wo immer man mich bucht, das heißt, wenn kein Corona ist, in ganz Europa oder auch darüber hinaus. Ah, du bist so richtig international unterwegs. Genau, ja. Krass. Also ich muss ja sagen, ich habe dich auch einmal schon bewundern dürfen auf der Bühne. Kürzlich nämlich erst in der Faust beim Beyond Cabaret. Oh ja. Das war wirklich krass.
weil, also die Show war gut und ich fand aber auch diese Nähe, also wir saßen sehr weit vorne und da erlebt man ja die KünstlerInnen wirklich so hautnah. Ja. Und Haut ist ja auch das Schlagwort. Schon, also in meinem Fall auf jeden Fall. Genau, man kriegt ein bisschen was zu sehen. Extrem ästhetisch, ich bewundere es, dass du es schaffst in jeder Pose. Auch da, wo man sagt, beim Socken ausziehen sehe ich jetzt nicht so besonders sexy aus. Aber das kannst du. Das kann ich. Ja, kann man in jeder Lebenslage sexy sein? Die Frage ist, ob man das will. Ja. Aber ja, man kann. Also zumindest auf der Wobei, Bühne. Wobei, lass mich. Ja. Ja. Das kann so das vielleicht, vielleicht. Moment. Ja. Aber doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, genau. Also das kann man sich ja selber festlegen. Ich finde es immer das blöd, wenn Menschen das Gefühl haben, besonders weiblich gelesene Menschen das Gefühl haben, sie müssen sexy sein. Sie müssen sexy sein. Das tut mir dann leid. Ja. Aber ich habe sehr viel Freude daran, für mich selber vor allen Dingen auch. Also ich mache das in erster Linie, bin ich erstmal für mich da. Und, sowieso, wir alle, genau, ne? Ja, so. Und es geht aber nicht darum, dass ich ständig irgendwie sexy sein möchte, damit irgendjemand mich sexy findet, sondern ich habe einfach Freude daran. Unterrichtest du auch? Wenn ich dazu komme und wenn das sich ergibt, dann unterrichte ich gerne auch. Mhm. Meistens ist es im Rahmen von irgendwelchen Festivals, die mich buchen, weil ich einfach, und dann eben auch den Workshop organisieren, weil grundsätzlich habe ich leider nicht wirklich Zeit. Zeit dafür. Mhm. Aber was wäre jetzt dein heißer Tipp, wenn ich diese Zwiebel jetzt besonders sexy schneiden wollen würde. Sexy zu weinen dabei? Sexy? Oh, sexy. Weint denn sexy? Nein, das geht nicht. Also, aber Sexiness kann ja unterschiedlich sein. Also Sexiness kann ja auch, oder Sinnlichkeit kann ja auch, finde ich zum Beispiel, in Wut sein. Das entdecke ich gerade für mich ganz viel. Also stimmt, du hast so wütende Performances, ne? Ich bin auch wütend. Ja. Nein, ich meine, aber auch deine Performance, die so richtig merkt, boah, die hat gerade richtig miese Laune. Ja, eigentlich geht es gar nicht so um miese Laune, sondern eigentlich geht es mir eher um, weiß ich nicht, das Freilassen von Dingen und eben auch das ein bisschen zu konterkarieren, dass man mich eben, also dass Sinnlichkeit und Sexiness eben immer nur von einer Seite gesehen wird. Also dass es immer davon gesehen wird, dass man irgendwie zart und irgendwie so sein muss. Das finde ich so eine sehr 19. Jahrhundert Romantik, Bürgertum und Patriarchat-Vorstellung, weil ich persönlich finde Menschen durchaus auch sehr ansprechend, wenn sie wütend sind. Mhm. Ich finde, das darf man auch sein. Und ich finde, das ergibt sich auch eigentlich ganz gut da drin. Und das ist auch was, wovon man sich, finde ich, als weibliche Person im Laufe seines Lebens so ein bisschen befreit oder befreien kann, wenn man das will. Ja. Und dass man eben immer so zart sein soll. Ja. Also ich finde Stärke, und dazu zählt ja auch Wut, finde ich persönlich sehr ansprechend. Das finde ich extrem schön, dass du das sagst, dass Sexiness oder Erotik oder wie auch immer man jetzt sagt, nicht immer diesem Klischee entsprechen muss. Ne? Aber ich meine, mal anders dargestellt, ich finde, es kann ja auch extrem sexy sein, wenn jemand entspannt ist. Ne? Oh, voll. Wenn jemand irgendwie in Wollsocken am Herd steht und was kocht und voll in seinem Element ist, das ist ja irgendwie auch attraktiv, ansprechend, wie auch immer. Ja, finde ich auch. Deswegen kannst du auch sexy Zwiebeln schneiden. Sexy Zwiebeln. Also ich laufe dann ja schnell Gefahr, dass ich so drüber bin, ne? Dass sie dann, so, schneide diese Zwiebeln. Aber auch das kann mega lustig sein. Ja, lustig, aber ich will ja erotisch sein. Ich will euch alle ganz verrückt machen. Aber sag mal ganz ehrlich, okay, also wenn wir jetzt über Erotik reden und dann reden wir zum Beispiel über eine Situation, in der du vielleicht privat Zwiebeln schneidest und beschließt, vielleicht kommt ja jemand vorbei und vielleicht führt das ja auch noch zu irgendwelchen anderen Dingen. Schön, dass du diese Petersilienwurzel so gerade so da kann es ja durchaus sein, dass, also ich persönlich lache zum Beispiel total gerne. Ja. Und ich lache auch gerne in erotischen Situationen. Und warum, wenn es so drüber ist, dann kann das ja auch so sein, dass widerspricht sich nicht zwangsläufig. Überhaupt nicht. Ja. Ja, es geht viel darum, auch seine Vorstellung zu überdenken. Ja. Ne? Ja. Möchtest du noch feiner haben? Nee, das reicht vollkommen aus. Das wird ja, wie gesagt, gleich durchgemüllert. Oh. Ich brauche mal hier so ein Schälgerät. Das habe ich frevelhafterweise nicht bereitgelegt. Oh oh. Oh oh.
not well prepared. Oder möchtest du dich der Pastinake widmen? Ach, her mit der Pastinake. Ich bitte schön. Auch die Pastinake. Bitte schön. Alles. Nimmst alles, das finde ich gut. Ich werfe mal kurz einen Blick auf unsere Linsen. Die köcheln hier so vor sich hin. Ja, die brauchen eine halbe Stunde etwa. Ab und an mal gucken, ob noch genug Wasser im Topf ist. Wenn nicht, gibt man noch ein bisschen Wasser hinterher. Ganz easy peasy. So. Die Show Beyond Cambrai, das war deine eigene Show, ne? Also die du selber geplant hast, ne? Genau, die habe ich geplant. Da habe ich Regie geführt. Das war meine zweite Regiearbeit in der Größe, was schon cool. Echt schön war, okay. Und sehr viel Spaß gemacht hat. Und die Faust hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Show zu machen. Das heißt, die erste Danke, in der Faust war Danke, auch Faust. Deine eigene Kreation? Velvet Moon, ja. Hm? Mhm, ah, genau, okay. Ja. Die Faust ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Lust hätte, etwas zu machen. Und dann habe ich gesagt, klar. Cool. Natürlich. Ich habe sogar schon eine Idee. Sogar so rum. Du musstest gar nicht Klinken putzen, sondern du wurdest sozusagen angeworben. Ich wurde von denen angeworben. Voll ja. Cool. Ja, auf jeden Fall. Übrigens zerlege ich gerade die 200 Gramm Champignons relativ grob. Die wandern mit in die Köttbulle und werden auch püriert. Insofern muss man sich da nicht so ergehen in feiner Zerlegung. Selbiges bei der Pastinake. Grobe Würfel reichen uns heute vollkommen aus. Wir sind hier heute fürs Grobe da. Ja, ich bin auch eher so eine ja, so Person fürs Grobe. Ah, du könntest mal so eine Nummer so auf dem Bau machen. Das finden ist ja, hat ja auch eine gewisse Erotik. Ne? Ja, so Frauen mit schweren Maschinen und so. Ja, da müsste ich aber mit dem Bagger reinkommen und das ist ja. Immer so. Oh ja, oder ein Presslufthammer. Das bringt ja auch alles gleich so ein bisschen in Bewegung, weißt du, so hoho. Ja, so interessanterweise bin ich nicht so gut, wenn es darum geht, on purpose lustig zu sein auf der Bühne. Ah ja, okay. Also ich kann durchaus lustig sein auf der Bühne und habe auch schon Leute zum Lachen gebracht, aber es ist nicht so, dass ich mir dann, wenn ich mir vornehme, lustig zu sein. Ja. Humor ist eine hohe Kunst, auf jeden Fall. So ist es, genau. Wer hat das denn gesagt? Ich weiß nicht, irgendein bekannter Schauspieler, dass es deutlich leichter sei, die Menschen zum Weinen zu bringen, als zum Lachen. Auch das ist nicht so einfach. Mhm. Also kommt immer drauf an, manche Menschen weinen ja auch, weil es dann schlecht ist. Mhm. aber nee, also ich finde das schon wirklich schwierig. Also humorvolle Darstellungen auf der Bühne, Chapeau. Ja. Nicht so einfach. Ja. Hack, hack, hack. Hack, hack, ja. Hack, reicht hack, reicht hack, vollkommen aus. Hack, hack. Und wir können jetzt schon mal unseren Topf, den ich uns schon bereitgestellt habe, für unser Maronensüppchen, ein bisschen Bratöl rein. Kann man ohne Probleme heiß erhitzen. Und dann feuern wir das schon mal an. Zübbeldüdüpp. Ach nee, komm, wir nehmen den. Das ist ausgewogener. Fühlt sich keine Seite hier benachteiligt. Oh, schön. So, genau. Und dann schwitzen wir darin gleich erstmal unsere Zwiebelchen an und dann kommen die Pilze dazu, da kommen die Pastinaken dazu und der Teil des Knoblauchs, der mit in die Suppe wandern soll. Da hast du ja heute die Hand drüber. Ich weine jetzt schon. Oh. Wie ist denn das? Warte mal, bevor ich dir die Frage stelle, ja. Versenke ich schon mal die Zwiebeln. Ja gut, das hat noch nicht gezischt, war noch nicht ganz heiß, macht nichts. Und weißt du was? Ich gebe auch gleich noch die Pilze dazu, komm. Wo wir schon mal hier stehen. Was soll der Geiz? Nee, ich wollte von dir wissen. Du stehst jeden Abend oder ne, viele Abende die Woche vor Menschen und bist dabei sehr leicht bekleidet. Mhm. Gibt es Tage, an denen du dich nicht danach fühlst? Also wo du einfach denkst, ich habe heute keinen Bock hier blank zu ziehen? Oder vielleicht auch, oh, ich habe da halt so einen Pickel am Hintern, habe ich eigentlich gar keinen Bock, irgendwem zu zeigen? Das ist total interessant, weil solche körperlichen Makel, wie irgendwie, ob ich irgendwo einen Pickel oder einen blauen Fleck habe, das hat mich noch nie davon abgehalten. Ja. Da denke ich nie drüber nach. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, das ist ja mein Beruf. Und ja. Klar, also ich weiß nicht, das ist für mich so eine, ich glaube, das ist einfach, wenn man das nicht macht, professionell nackt auf der Bühne zu stehen oder fast nackt, dann kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass man so über dieses Gefühl auch
Also, dass man das nicht hat oder sich, ich weiß ja auch noch nicht mal, ob ich mir das abtrainiert habe. Ich denke da, glaube ich, gar nicht nach. Das ist so eine professionelle Haltung genau, dann einfach. Ja. Ne? Magst du parallel schon mal Kartoffeln schälen? Ich kann mit diesem Gerät nämlich nicht so gut umgehen. Ich kann das. Ja, das habe ich gesehen, deswegen, ich traue dir das auch zu. Super, super. Ja, und außerdem ist es ehrlich gesagt auch so, dass ich mich gar nicht so nackt fühle. Ja. Ich finde das nicht. Das hat auch was mit Macht zu tun. Ich wollte gerade sagen, und es ist ja auch ganz spannend, bist du, wie du hier stehst als Tronic Cat, die selbe Person, wie du auf der Bühne bist? Oder ist das... Ich bin auf der Bühne größer. Ja, das war die erste Reaktion. Ich habe gedacht, du bist größer. Ja, genau. Du hast eine echt starke Präsenz auf der Bühne. Aber hast du das Gefühl, du gehst da raus und spielst eine Rolle? Oder bist das du? Nein, das bin schon auch ich. Also das ist, also ich spiele natürlich auch eine Rolle und es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt Nummern, die eine Geschichte erzählen und es gibt Nummern, die, in denen es mehr um so ein Bonding zwischen Zuschauer und KünstlerInnen geht. Mhm. Und bitteschön. Dankeschön. Und, ich zerlege die jetzt weiter, auch nur grob, die kommt mit in die Suppe und muss nur gar werden. Also wir sind heute grob unterwegs. Super. Für die Feinheiten ist das Gespräch zuständig. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, ja also, nee, also in diesen Nummern, in denen ich eine Geschichte erzähle oder einen bestimmten Charakter auf die Bühne bringe, jetzt gerade spiele ich eben, wir befinden uns ja immer noch im Oktober, in einer Halloween-Show für einen Monat. Ah ja, genau, das habe ich in Instagram gesehen, das sieht echt heiß aus. Und ich habe sehr viel Freude, weil besagte Wut, über die wir schon gesprochen haben, sehr viel Platz auf der Bühne hat, jeden Abend. Das macht mich äußerst ausgeglichen. Ja. Und außerdem die Nummern, die da passieren, eher eben so ein bisschen so eine Story haben. Ja. Und diese Stories, also es ist auf jeden Fall, es geht um Macht. Ich fühle mich nackt gegenüber anderen Leuten, die angezogen sind, eigentlich mächtiger und nicht ausgeliefert. Wer gerne die ganzen Makel sehen möchte, der schaut auf die Makel. Schaut auf die Makel. Du spielst gerade darauf an, dass ich das ein bisschen banalisiert habe gerade, ne? Nee, es geht gar nicht um dich, sondern es hat einfach, es ist so eine Sache, mit der man sehr oft konfrontiert wird, weil man ja weil man eben nicht aussieht, als wenn man aus Plastik. Ja. Immer. Ja. Oder weil eben auch unterschiedliche Frauenkörper da zu sehen sind. Ja. Und da ist die Identifikation ist natürlich höher, was total toll ist. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich fummel hier während Balmer so ein bisschen auf deinem Brettchen rum. Ja, ein Momentchen noch, aber kommt. Kommt. Gut. Ich habe jetzt schon mal Pastinaken und Kartoffeln mit zu Pilzen und Zwiebeln gegeben. Und die dürfen jetzt hier so ein bisschen vor sich hin schmurgeln. Hoppala. So, und jetzt nehmen wir den Faden wieder auf. Genau, also es geht eben letztendlich darum, dass man selber kann ja seinen Blick leiten. Ne? Es gibt Menschen, die konzentrieren sich nur auf die Kostüme. Es gibt Menschen, die konzentrieren sich auf die Makel. Wenn du das so sehen möchtest, dann ist das okay. Ja. Und wenn du da drin deinen Frieden findest, weil du sagst, ach, da komme ich mit meinen eigenen Makeln besser klar, auch cool. Ja. Burlesque ist, wie gesagt, eine Sache, die du genau wie andere Sachen auch, also du kannst zu Hause stehen und kochen oder du kannst in einem Sternrestaurant stehen und kochen. Mhm. Es gibt immer unterschiedliche Stufen von Professionalität und alle haben ihre Berechtigung. Mhm. Wenn man Burlesque allerdings wirklich auf die Bühne tragen möchte und das weiter entfernen möchte von, hey, ich befreie mich selber, dann ist es ein Job und dann hat man als Entertainerin auch etwas zu liefern. Ja, verstehe. Und das ist etwas, was ich ganz gerne auch bewusst machen möchte und da liegt nämlich die Banalität drin. Mhm. Also wenn man eben denkt, dass das jeder kann, weil das ja man sich ja nur auszieht und das mache ich eh zweimal am Tag, dann kann ich sagen, nein. Definitiv. So also das war das, was ich einleitend gesagt habe. Ne? Die Art und Weise, wie du das tust und in welcher Körperbeherrschung und Ästhetik, niemals. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass ich sagen würde, ich lade jeden Menschen eigentlich dazu ein, das, wenn er das möchte, auszuprobieren. Hm. Und wenn das eben dann nur ist, um irgendwie im Wollpulli und in Wollsocken Zwiebeln zu schneiden und jemand kommt vorbei und sagt, hey, du siehst aber heiß aus beim Zwiebeln schneiden und dann entwickelt sich daraus was. Ja. Selbst das, wenn du zum Beispiel einen Burlesque-Kurs gemacht hast, für dich, ganz alleine für dich, dann kann sich daraus ja was entwickeln und du kannst dieses Erlernte oder das Selbstbewusstsein oder was auch immer du da drin gefunden hast, kannst du für dich mitnehmen. Ja, verstehe.
Spannend. Johnny, mir ist gerade aufgefallen, ich habe einen Fehler gemacht. Ist das so? Ja, ich habe dir so gebannt, gelauscht. Das? Die Zwiebeln, die Pilze, die gehörten da gar nicht rein. Aber das ist gar kein Problem. Das ist hier alles live und wir retten das jetzt wieder. Magst du mal so ein Handtuch hier einfach herpacken? Mhm. Dann spielen wir jetzt nämlich ein bisschen Pilze angeln. Oh, die gern. Pilze kommen nämlich gar nicht in die Suppe, sondern in unsere Köttbullar. Ah. Aber kein Problem, wir haben hier alles. Wir haben ja noch nicht gemüllert. Nee, genau, wir haben noch nicht gemüllert. Ich angel hier mal so eine. Nee, die ist zerdatscht. Ich will eine schöne Pfanne. So. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ah, ich liebe die Frage. Gute Frage. Endlich kommt die gute Frage. Was soll ich denn sonst machen? Ja, du bist Tänzerin eigentlich, oder? Ursprünglich? Ja, also ich habe keine abgeschlossene Tanzausbildung, sondern ich bin als Tänzerin Autodidaktin. Und diese nicht abgeschlossene Tanzausbildung hat was damit zu tun, dass Tänzern immer noch gesagt wird, sie müssen dünn sein, dann erst sind sie gut. Ah, dünn im Sinne also von? Besonders Frauen. Weil ich meine, du bist sehr schlank, ja. Aber dünn meint aber dann dünn mager. Dünn meint mager, beziehungsweise auch keine Brust mitbringen. Ich wollte gerade sagen, die Brüste sind wahrscheinlich das die Problem. Die Brüste, ne? Sind das Problem und die sind nun mal an mir dran und ich mag sie auch einfach sehr. Du hast allen Grund dazu, sie zu mögen. Ich habe sie auch schon gesehen. Ja, ne, die sind doch... Wer hat sie noch nicht gesehen? Keine Ahnung, wer von den Zuschauern hat meine Brüste noch nicht gesehen. Wir können das nochmal später dann in die Umfrage geben. Ja, bitte. Wer hat Johnny Cats Brüste noch nicht gesehen? genau, und da habe ich mich eben gegen entschieden und habe mich dann für ein Kostümbildstudium entschieden. Ah, okay. Und ohne diese Entscheidung wäre ich auch gar nicht heute hier. Weil dieses Kostümbildstudium hat in Hannover stattgefunden. Ah, tada. Verstehe. Das war mein Grund, hierher zu kommen. Verstehe. So, komm her. Lass ich glaube, vom Geruch her müsstest du mal auf die Linsen schauen oder in die Linsen. Oh ja, ich schaue mal in die Linsen. Die riechen schon. Spannend. Du hast recht. Kurz unterbrechen. kleine Rettungsaktion. Sie sind nicht angebrannt, aber ich musste einmal eben die Linsen umbetten und den Topf einweichen. Kein Problem, kann alles passieren. Sie sind jetzt dort in der Pfanne und schmurgeln da vor sich hin. Wir haben auch die Pilze wieder separiert. Alles gut. Guck mal, jetzt kannst du schon mal hier zu den Kartoffeln und Pastinaken und Zwiebeln den Anteil an Knoblauch reintun, den du gerne der Suppe zugestehen das würdest. Das ist richtig spannend, Belinda. Ja. Ja, mehr in die Suppe, finde ich gut. Mehr in die Suppe. Hier wird wie sie dann noch liebevoll so eine Scheibe wieder runtergenommen. Die ist für mich nachher. Die esse ich persönlich. Kannst du mit deinen spitzen Nägeln jetzt. So, nachdem wir jetzt hier alles erfolgreich separiert und gelöscht haben, kommt jetzt auch hier Zwiebeln und Pilzen für die Köttbullar und Kartoffeln etc. wieder auf den Herd. Oh, Pilz über Bord. Pilz über Bord. So, back on track, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Anheizen. So. So far, so good. Es geht weiter. Ja, her damit. Es geht weiter. Wir brauchen für unsere Köttbullar eine Basis, die Bindung bringt. Mhm. Das werden diese wunderbaren Haferflocken hoffentlich tun. Ich liebe es, dass es alles so experimentell ist. Ja, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Ich koche ja grundsätzlich nicht vor, was wir hier machen. Finde ich gut. Deswegen, also am Ende. Es reicht ja, wenn Leute das nachkochen. Dann muss man es ja nicht noch vorkochen. Ja, hoffentlich haben sie dann auch noch Lust, das nach. Doch, bestimmt. Wir kriegen das alles hin. Guck mal, ich habe hier meinen kleinen super Zerkleinerer dabei. Aber die sind doch schon fein. Die sind schon fein, genau. Ups. Naja, das meiste ist reingegangen. genau. Aber wir machen da jetzt so eine Art Mehl draus. Dankeschön, das hilft sehr. Komm mal, Deckel drauf. Ich schaue noch mal hier hinten. Nicht, dass hier wieder ein Unglück geschieht. Dann kommt wahrscheinlich dieses Gerät da dran, oder? Oh ja. Der Zauber. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist Barbaras Lieblingsküchengerät. Ja, da muss ich mir gleich sagen, wie man das da dran knötet.
Ah, ich verstehe. Nee, doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich ah, doch, du musst, ja, entschuldige. Ist schon in der Steckdose. Nein. Okay, gut. Wir müssen den Aufsatz runternehmen. Und dann war die Intention genau richtig. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Saft. Da hinten ist eine Steckdose. Kommst du da hin? Nicht so wir ganz. Ziehen ne? auch, wir ziehen das auch ein bisschen. Jetzt müssen wir leider ein bisschen aus dem Bild wackeln. I hold it for you. Hold it. Yes, and now give it. Give it all. Woo! Ja. Machen wir schön fein. Schön fein. Schön. Was? Wie bitte? Fein. Fein. Sehr gut. Fein genug? Machen wir noch einmal. Gut. Danke. Nicht noch feiner? Nee, so reicht. Bisschen? Anarchie pur. Anarchie pur. Anarchistisches Kochen. Passt. Barbara und Tronicat. So, entleere sie in dieses Behältnis. wenn du zu Hause keinen solchen Zerkleinerer hast, dann würde ich dir dringend raten, schaff dir einen an, weil ist super. Aber du kannst ansonsten auch alle Zutaten in so ein Gefäß tun und gemeinsam pürieren. Brauchst du irgendwie Hilfe? Nee, guck mal, ich baue eine Straße. Ein Handtrichter. Du kannst auch das Messer an der Mitte rausziehen. Dann ach, ist vielleicht echt? Das sagst du jetzt? Warum sagst du das denn nicht gleich? Ich wollte gucken, wie du damit umgehst, mit dieser Herausforderung. Ja, ich gebe mir mal so einen kleinen Schluck Wasser auf die Kartoffeln. Die setzen nämlich ordentlich an. Vergiss die Linsen nicht. Ja, nicht schon wieder, meinst du? So. Vielleicht musst du grundsätzlich diesen Herd ein bisschen niedriger schalten, als wir es sonst gewohnt sind. Wieso? Ja. Kocht ihr sonst gröber? Wir kochen sonst mit Gas. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Ach so, ihr kocht sonst gar nicht hier? Wir wohnen hier gar nicht. Nee, wir wohnen hier gar nicht. Das ist ein Hotel, Tronny. Ich dachte, sie hat gedacht, boah, die Wunderwahl. Ja, Dicker, denn du, hallo. Ja, das ist ja genau euer Stil. Es ist voll mein Ding. Tatsächlich sind wir hier in der Pelikan-Residenz in Hannover im Pelikanviertel. Und das ist ein Guesthaus für Langzeitgäste. Und wir dürfen unser technisches Equipment hier im Deko-Lager lagern. Oh. Und heute Morgen hat es mich dann gepackt. Ich dachte, es ist ja Weihnachten. Also quasi Deko in Mind. Und deswegen haben wir uns hier mal verlustiert. Ja, richtig gut. Oder? Ja. Finde ich auch. Sag mal, was fehlt denn noch bei unserer Maronensuppe? Maronen. Yay! Also die Köttbullar-Sache, das ist erstmal zur Seite. Lass stehen, machen wir gleich mit weiter. Mhm. Ich weiß, es ist hier super. Ne, alles cool. Es ist, wir kriegen das hin. Ich folge deinem Gehirn. Besser nicht. Maronen kommen zu den Kartoffeln. Warte, nochmal nachdenken. Ja, stimmt. Sicher? Ja, doch. So, es lichtet sich. Ihr merkt, wir kommen hier langsam Richtung Ende. Bitte den Knoblauch dazugeben. Oh, das ist wieder mein Einsatz hier. Das macht sie gerne. Alles. Dann haben wir hier so wunderbare getrocknete Tomaten. Davon nehmen wir 4 an der Zahl. Den Rest lassen wir uns fürs Topping nachher. Und jetzt kommen da noch ein paar Gewürze rein. Süßes Paprikapulver, edelsüß. Oh, nicht alles. Das war gerade schon so. Wie viel denn? So viel. Warte, ich schaue ins Rezept. Was habe ich da aufgeschrieben? Ein Teelöffel. Danke. Gehäufter oder? Nö, ein glatter. Übertreib doch nicht so. Nee, so ist gut. Ich mag's doll. Und dann noch ein Teelöffel Kreuzkümmel. Sehr gut. Ich glaube auch, dass die ganze Knoblauchesserei jetzt einfach auch mit der jetzigen Show zu tun hat, oder? So Halloween und Grusel, da muss man sich schützen. Ich würde mein ganzes Leben lang darauf vorbereiten. Das kann so nicht sein. Oh, hier riecht schon ganz ordentlich. Hier drin auch. Kreuzkümmel ist eins meiner Lieblingsgewürze. Wo sagst? Kreuzkümmel ist, Kumin ist eins meiner Lieblingsgewürze. Ja. Finde ich auch sehr gut. I like it. I like it as so. Well. Ja. Was kommt da noch so rein?
Sojasauce. Und zwar 2 Esslöffel. Haben wir hier? Wir haben Tamari. Sojasauce genommen. Ist eine recht kräftige Sojasauce. Die bringt gut Geschmäckle. Die ist gut. Brauchst Hilfe? Na, no. Das geht schon. Geht schon. Geht sich schon frei aus, gell? Ja, ganz wunderbar. 2. Bittchen. Pilze, Hopfen, Kreuzkümmel, Paprika, fast alles. Und 2 Öfflöffel Olivenöl. Bitteschön. Macht nichts, das ist hier Action Cooking vom Feinsten. Tada. Dankeschön. Nun denn. Nun denn, es ist vollendet. Pass auf. Ich liebe es, an Dingen zu riechen. Das ist beim Kochen so eine der wichtigsten Sachen für mich. Der Duft von all den Dingen. Von einzelnen Zutaten und so finde ich immer voll geil. Mit allen Sinnen sozusagen. Deswegen macht ihr wahrscheinlich auch so Dinner-Shows, ne? Also ich meine, dann kann man ja, man isst und man guckt und man riecht und alles beieinander. Sehr sinnlich. Ja. Ja. Ja, wobei ich ja von dem Dinner nichts habe. Nee, du jetzt nicht, aber ich andere. Jetzt. Ich jetzt. Ja. Ich kann gucken und essen und zwischendrin in den Pausen auch mal quatschen und so. Ja, ne? Das ist sehr, sehr ansprechend. Ja, das ist auch sagen. So. Ich finde es so schön, weil man geht nicht einfach nur irgendwo hin und guckt was, sondern man hat so ein insgesamt so ein Erlebnis, ja. Wo man eben einfach viel so, das ist so wholesome. Ja, ja. Das mag ich sehr. Soll ich dir was verraten? Mhm. Ich habe 7 Jahre lang für das GOP gearbeitet. Mit denen habe ich auch schon eine Veranstaltung gemacht. Ja, und die soll hoffentlich nächstes Jahr auch wieder kommen. Ach cool, wo denn? In der Gondel unten. Ah ja. Ja, was hast du denn gemacht für die? Ich war in der Künstleragentur tätig. Cool. Ich habe KünstlerInnen gebucht, Verträge verhandelt, also Gagen verhandelt, Verträge gemacht, Produktionen betreut, Proben geläutet, geleitet. Den Jade kenne ich übrigens. Oh, der Süße. Ja, der ist ganz lieb. Das ist ganz süß. Ein Kontorsionskünstler aus eurem aktuellen Programm. Läuft es noch oder Nein, seid ihr schon? Leider nicht. Ist wir fertig. Haben nur 10 Abende gespielt. Kommt nächstes Jahr nochmal was? Wenn alle der Faust sagen, dass wir unbedingt nochmal was machen sollen. Und also liebe Faust, ich finde schon, dass sie nochmal was machen sollten. Ich ja! Belinda kommt auch. Ich komme auch. Ganz viele gesagt, liebe Faust. Liebe Faust, seht da mal. So, also zu unserer Köttbullar Grundlage gesellen sich noch die rote Zwiebel und unsere geborgenen Pilze. Geborgene Rettungspilze. Die musst du nachher wieder abgeben, oder? Nee, ich meine geborgen im Sinne von... Ich weiß. Gerettet. 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 Hier wird nichts verschenkt. Bis auf den letzten Zwiebelkrümel kommt das hier hinein. Und jetzt, liebe Tronny, würde ich dich bitten, dass du einmal den Pürierstab umrüstest und das Messer, was ich hier runtergefummelt habe, wieder drauf fummelst. Guck mal, hier ist so eine Kerbe, die muss in dieses... Ich mache aber erst... Ach so, ist schon raus. Ja, bitte erst den Strom. Wir sind nicht versichert. Also Finger bitte heil lassen. Eine interessante Show sonst werden. So. Ich verstehe es nicht so ganz, aber... Hier hinten beim Topf mit den Kartoffeln und so. Guck mal, geht das fest? Ja, das war schon mal ganz richtig. So, fertig. Das ist alles. Dann hält das. Okay, ja, dann cool. Hält das. Und wenn nicht, hast du es nachher in der Suppe. Ja. Also, was ich gerade sagen wollte, geht mal ab und an mit dem Löffel richtig auf den Grund von dem Topf, damit die Kartoffeln nicht so ansetzen und die Maronen auch nicht und so. Aber da beschäftigen wir uns gleich noch mit, nachdem wir unseren Köttbullerteig zubereitet haben. Versucht das mal, das ist eine relativ sperrige Geschichte, ne, weil wenig Flüssigkeit drin ist. Also gut festhalten und ordentlich reinarbeiten. Jawohl. Geht aber. Geht? Hm. Oh, das riecht schon gut. Oh. Ja, da können unsere Linsen jetzt auch schon dazu. So, wie machen wir das? Ich glaube, ich muss auf deine andere Seite, oder? Wie kriegen wir das hin?
Oder kriegst du den ganz raus, den Stab kurz? Ja, auch mal probieren zwischendrin ist auch wichtig. Auf jeden Fall. Wie schaffst du es, dass du dich mit deinen Fingernägeln nicht selbst verletzt? Ich weiß nicht, ich habe mich daran gewöhnt. Ja, okay, verstehe. Während der Corona-Zeit, als alles zu war und wir Künstler ja auch kein Geld verdient haben. Mhm. Ah, die bringen auch so ein leichtes Raucharoma jetzt mit rein. Ich wollte gerade sagen, die sind echt an der Grenze, aber wir lieben die Gefahr. Wir lieben Grenzen, wir ziehen uns die jetzt einfach rein. Ich habe die auch nicht abgegossen, ihr seht, hier ist noch ein bisschen Wasser mit drin, das versuche ich gerade so ein bisschen zu vermeiden. Vielleicht ist es dann besser zum Pürieren. Ja, aber das ging ja jetzt schon relativ gut, oder? Ja, das ging super. Genau, wir wollen es nicht zu flüssig haben, wir wollen da ja Bällchen draus formen. So, und give gas. I give gas. Ja, genau, also ich habe während der Corona-Zeit keine Nägel haben können. Ja. Und das war äußerst verstörend am Anfang. Oh nein! Ja, es war wirklich, ich habe mich sehr, sehr, es war alles so roh, man ist so mit den Fingern überall aufgekommen, es war eher unangenehm. Verstehe. Also wenn meine Nägel zu lang werden, wobei das ist jetzt für meine Verhältnisse schon richtige Krallen so, dann fange ich an, mich selbst zu verletzen, also unabsichtlich. Ja, aber die sind ja nicht so scharf. Die sind ja nur spitz. Mhm. Oh ja, mal ganz schön. Also im Auge willst du das auch nicht haben. Nö. Außer nee. Du hast was im Auge, was du rausholen musst. Dann aber so echte Nägel, die sind ja auch echt, darunter sind ja meine echten Nägel. Ja. Aber die sind eben einfach so von der sehr dünn, viel dünner. So, ja. Ne? Und dadurch sind die eben viel schärfer. Ja, stimmt. Und ich habe das ist bei mir. Warte mal. Ja. Oh. Siehst du? Ja, ist gut. Hat Vorteile. Du musst mal so richtig auf dem, guck mal, hier ist ja, noch was von dem Leinsamenmehl noch auf dem Grund. Leinsamen. Yes. Haferflocken. Haferflocken, sag ich ja. Ich habe nämlich zuerst überlegt, ob wir Leinsamen nehmen. Wäre auch eine Option. Geht das auch? Bringt auch schöne Bindung. Also wenn du keine Haferflocken hast, nimm Leinsamen. Gucke da, ich sehe doch noch ganz genau. Ein Nest. Oh, mehr. Oh. Ein Nest. Ja, aber ich würde auch hier sagen, auch. Das reicht so. Wir Nein. müssen das nicht pulverisieren. Nein? Okay. Da Nein. unten ist noch so viel das Haferflocken. Ach ja. Irgendwann wird er dann auch heiß. Ja. Ja. Jetzt ist gut. Fertig? Steht. Tada! Man fummele den Stab hinaus. Gutes Geräusch. Super, super, super gut. Also seit Velvet Moon bin ich ein großer Fan und folge dir natürlich auch auf Instagram. Natürlich, wie sollte es anders sein, weil sonst kriege ich ja gar nicht mit, was du so machst und ob es eine neue Show gibt. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass du auch Rollschuh fährst. Ja. Und das fand ich mega cool. Und Skateboard. Skateboard? Oder? Ja, Surfskate fahre ich. Ah, was ist Surfskate? Surfskate ist ein Skateboard. Rappel. Das quasi von Surfern erfunden worden ist, um die Wellenbewegungen auf der Straße zu simulieren. Ai. Aber es hat schon die Form eines Skateboards. Ja, es ist nur anders justiert auf den Rollen? Genau, oder? Es hat andere Achsen und man bewegt sich darauf anders. Also man benutzt den ganzen Körper. Und ich habe normales Skateboardfahren so marginal ausprobiert und habe viele Freunde, die Skateboard fahren. Und das ist einfach nichts für mich, weil man immer nur ein Bein benutzt. Hm. Ich finde das zu langweilig. Ist eher so der zweibeinige Typ. Ich bin eher so der ganzkörperige Typ. Verstehe. Ich möchte gerne den ganzen Körper benutzen. In diesem Sinne, wir werden mit ganzem Körpereinsatz Hafersahne und Weißwein ja. in die Suppe versenken. Finde ich super. Ja? Ich habe mich schon gefragt, ob Wein dabei ist, weil ich finde ja. Wein, also ich trinke keinen Wein, aber ich finde Wein zum Kochen. Mega, oder? Aber was machen wir mit den 150 Milliliter, die übrig bleiben werden? Die musst du dann wohl Ach trinken. Ach so. Bist du ganz nicht alkoholisch unterwegs? Ich trinke nur Champagner. Konsequent. Man muss Prioritäten setzen. Definitiv. Du hast ja auch eine Performance an einem riesigen Champagnerglas. So ist und dann nimmst du ab und an mal einen Schluck davon, oder? Nee, da ist Wasser drin. Ah. Oh, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich jetzt gedacht, das gönnst du dir. Solange das niemand bezahlt.
Also gegen angemessene Bezahlung würde Johnny Cat auch in Champagner baden. Ja, oder auch das Wasser verkaufen hinterher. Wahrscheinlich kriegst du dafür noch mehr AbnehmerInnen. Es gab auf jeden Fall schon Anfragen, das trinken zu dürfen, ja. Ja, und wie reagierst du dann? 100 Mark, 100 Mark bitte. Nee, also es war, also wenn das jemand ernst, das Ding ist, es ja, ich habe das ja nicht ständig vorrätig. So, wenn mir das jemand im Vorfeld schreibt, dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit und beglücke gerne Menschen gegen Bezahlung mit dem Wasser, in dem ich gebadet habe. Naja, Duschwasser ist es ja. Ja, also Planschwasser. Ne? Planschwasser. Verlustierwasser. Ja. Ja, aber es gibt ja, es gibt Abnehmer für alles, AbnehmerInnen für alles. Finde ich total in Ordnung. Ich brauche das nicht mehr und wenn es jemanden glücklich macht, bin ich da. Das ist ja auch eine Art Recycling, es ist Nachhaltigkeit. Es ist sehr nachhaltig und außerdem weiß ich, dass Menschen wirklich zufrieden und glücklich dann sind und vielleicht Dinge auch erleben können, die sie sonst nicht so einfach erleben können. Und wenn das mir nicht wehtut, dann ist das, finde ich, total in Ordnung. Ja. 100 Milliliter Weißwein, ich mache das hier mal so aus der La Meng. Aus der La Meng. So, ne? Oh ja, komm. Sind nicht geizig, ne? Nee, nee. So, schön rühren. Röhren, röhren. Ich will da mal reingucken. Röhren. Ja, hat sich so ein bisschen was abgesetzt am Schon Boden. Wieder. Ja, ist aber nicht schlimm. Nee, ich weiß. Das ist die gute Art von Ansetzen. Wenn das so Gemüse so ein bisschen am Boden klebt, bringt das auch schön Aroma. Das wird ja mit der Flüssigkeit, geht das dann ja auch wieder Genau, ab. Genau, genau. Das löst sich hier gleich wieder. Also wird hier schon so eine richtig schöne, dicke... Mompe. Mompe, danke, schönes Wort. Mompe, das hätte von Barbara kommen. Ist das aus dem Pott? Mompe? Ich weiß es nicht, aber ich habe vorgestern bei einem Fotoshooting auch das Wort Mompe benutzt und habe mit meinem Fotografenfreund Randy Rocket, der sich köstlich darüber amüsiert hat, darüber diskutieren müssen, ob es ein echtes Wort ist. Ich sage ja, weil man kann es Mompe aussprechen. Gibt's. Mompe. Das ist auch, das ist auch schön. Es nicht, steht im Duden, sondern man kann es aussprechen, also ist es ein Wort. Ja. Hoffe ich gut. Wir tun da jetzt 500 Milliliter Wasser drauf. Okay. Das machen wir genauso, weil wir heute eh total crazy unterwegs sind. Zack. Ha! Oder? Das waren, das waren 500. Gerade 500. Ah, so. Und jetzt warten wir kurz, bis es hier aufgekocht ist und lassen das ein bisschen vor sich hinköcheln. Ich mache mal einen Deckel drauf. Für ein Momentchen. Gut, und wir machen weiter mit Köttbullar. Ich finde es interessant, dass du immer noch kein Salz reingetan hast. Stimmt, ich mache das immer erst zum Schluss. Interessant. Gibt es dafür einen Grund? Oh, du stellst Fragen. Mhm. Also manche, als Koch interessiert? Ja, ja, ja. Also manche Sachen würzt man ja im Prozess. Ja. Ne? Also ich meine so ganz klassisch Nudelwasser oder so. Da macht es ja Sinn, dass das in die Nudel geht. Mhm. Aber Salz kann ja auch Garprozesse verzögern. Ja. Ne? Bei Linsen zum Beispiel und so. Und ich bin einfach, weiß ich auch nicht, das ist so mein Style. Ich mache immer erstmal alles und dann kommen die Gewürze. Ah, interessant. So. Finde ich gut. Ja. Also... Richtig. Richtig. Komm so, her. Nu. Wir müssen uns hier mal so ein. Ja, jetzt wird, nu wird gebullert. Wir schauen der Bullerteig ist übrigens echt lecker. Also jetzt schon. Ja, findest du gut? Ja. Ich muss auch mal hier. Mhm. 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 Wollen wir noch einen Schlag Sojasauce dran machen oder reicht dir das an Salzigkeit? Mhm. Gerne. Gerne? Oh ja, man schmeckt gut auch den Knoblauch raus. Komisch. So. Es geht doch gleich wieder weg, sobald man das in die Suppe ballert. Ja. Eben. Ja, ja. Das ist doch nur, weil das jetzt noch nicht gekocht ist. Richtig. Den brauchen wir gar nicht mehr. Brauchen wir nicht. Der kann zur Seite. Ich lege hier mal meinen Geschmeider ab. Oder auch nicht. Oder auch ich auch. So. Und nun machen wir hier, so. Guck mal. Oh, das ist recht klebrig, aber wir kriegen es trotzdem hin. Ich weiß gerade nicht, ob ich das mit dem... Vielleicht machst du es lieber, kannst du auch mit einem Löffel machen. Ja, das kann ich machen, mit zwei Löffeln. Hm. So nockerlmäßig. Oh ja, nockerl. Nockerl. Aber warte mal, Johnny, ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen... Obwohl... Was Festes nee, geht, dran machen? Geht, guck mal, man kriegt hier so eine Art... Ja. Doch, doch, ist Was gut. Hättest du denn sonst Nee, ich hätte jetzt gedacht, wir machen noch ein bisschen Haferflockenmehl damit dran, dass es ein bisschen trockener wird. Mhm. Aber ich glaube, wir kriegen das so hin. Machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Schön saftig. Schön saftig. Saftig. Genau. So, guck mal, da sind noch frische Löffel. Nimm dir, was du brauchst. Die Größe soll es sein, ne? Dann kann ich ja das quasi so machen. Oh ja, obwohl, es ist für eine Suppe, könnte fast noch ein bisschen kleiner sein, ne? Dann nehme ich kleine Löffel. Immer kleine Löffel. Hab's gerade gut gemeint. Hoppala, hier fliegt alles.
Das ist mehr so eine Art Action-Cooking, was wir hier heute machen. Finde ich gut. Action. Also, sie noch kalt, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Ja, bei den Nägeln, da hängt das dann so ordentlich drunter, ne? Ja. sag mal, Trannycat, du hast ein Kind. Ich habe ein Kind. Was hält dein Kind von deinem Beruf? Es mag ihn sehr. Ja? Ja. Ist sie häufig wenn nicht. Ist dein Kind häufiger mal mit Backstage oder so oder begleitet dich? Also es fühlt sich Backstage sehr wohl, es ist ein Theaterkind. Ja. Klingt so ein bisschen lustig. Das klingt wie so das Outdoor-Kind, das Theaterkind. Ja, aber ich finde, es klingt total schön. Also ich, die Vorstellung, hinten hinter der Bühne zu sein, ist für mich total, also ich mag es nämlich auch. Deswegen lache ich, weil ich es schön finde, weil ich das ist, glaube ich, ein schönes Gefühl da hinten. Ja, das ist es auch. Also da ich mich eben, also das Kind kennt es eben auch und vor allen Dingen, wenn wir Veranstaltungen hier in Hannover machen oder auch Freunde zu Besuch haben, dann sind das ja oft auch Performer-Freunde. Und diese Performer-Freunde dann eben nicht nur eben privat bei uns zu Hause zu erleben, sondern eben auch mal zu sehen, was die machen, ist natürlich toll. Das Kind ist jetzt 11 Jahre alt und darf insofern auch mich schon mal ab und zu begleiten oder mich in Hamburg besuchen, wenn ich da einen monatigen Vertrag zum Beispiel spiele. Und es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, also wenn es so in so einem Theaterrahmen ist und nicht zu spät ist, dann nehme ich es auch mal mit. Und wenn es aber ein Club ist, dann mache ich das natürlich nicht. Also ja, auch nicht ganz blöd, ne? okay, das ist gut zu wissen. Ja. beruhige ich mich auch immer selber wieder. Ja, ja, also insofern, aber das ist schon schön. Also ich mag das gern und das Kind hatte auch seinen ersten Auftritt jetzt. Was für eine Performance war das? Naja, du hast es ja gesehen letztendlich. Also du hast ja die Show gesehen, Beyond Cabaret. Ja. Und da gab es doch den Happiness Officer. Einen Abend wollte selbiges Kind das gerne übernehmen, diese Rolle, von sich aus. Und hat darum gebeten und ist dann von dem Metafiction Cabaret, die ja unsere Band waren, eben in dieses Kostüm manövriert worden, vorbereitet worden von uns allen. Wie und cool. Durfte dann den Happiness Officer machen. War das die Bühnenpremiere? Das war die selbstgewählte Bühnenpremiere. Voll das ich total cool. Da kriege ich ja Gänsehaut, weil ich das gerade Das war wirklich toll. Also es war ein ganz toller Moment. Ja. Mal gucken, was noch draus wird. Voll schön. wir haben erfolgreich etwas produziert. Häufchen. Häufchen, kleine süße Häufchen. Aber wir nehmen sie so, wie sie sind. Sie sind so. Gell? Kann man auch so essen, ne? Ja, voll. Ich wasche mir mal die Finger. Mach das mal. Soll ich die da reinstellen in den Ofen? Da muss noch ein bisschen Öl drüber. Aber das kannst du sehr gerne tun. Ich habe sehr viel Haferflocken im Gesicht. Ja, unten klebt noch. Olivenöl oder welches Öl? Nimm mal bitte das Bratöl, was da oben steht, die große Flasche. Dann kannst du das am besten so machen, dass du den Finger vor den Ausguss machst, damit da nicht so ein riesen Schwall raus. Das geht bei mir immer so ein bisschen schlecht, weil meine Finger zu klein sind. Du schaffst das, komm. Give it a try. Und träufelst so ein bisschen auf jedem Klöpfchen ein Tröpfchen. Nicht so wie mit der Champagnerflasche, ne? Jetzt Fusi. Wir sind hier nicht bei der Formel 1. Gott, ist das aufregend. Wäre sie nachher schön knusprig. Ich bin sehr einverstanden mit dem, was du machst. Ja, ist es nicht zu viel? Ach, zu viel. Gibt's das überhaupt? Zu viel gibt's nicht. Gibt's nicht. Das sage ich dann nochmal, wenn es um Knoblauch geht. Ja, habe ich ja gesagt, zu viel gibt's nicht. Ich rühre all derweil hier noch mal ein bisschen im Süppchen rum. Das kann noch ein Momentchen, bis die Kartoffeln richtig schön weich sind. Das braucht noch einen Moment. Also ich finde, da kommt sehr viel raus. Ich mache so kleine Fettpfannen. Ja, das ist auch in Ordnung. Da frittieren wir die so ein bisschen. Gut. Fettpfannen. Deswegen haben wir ja auch das Gitter und nicht das Blech gewählt, damit wir da richtig schön so Fettrillen, würde ich es fast nennen. Oder?
so wie bei Ikea, da haben die ja für die Würste auch immer diese Wände, Rillen. Diese Wenderillen. Wenderillen, danke. Hast du mal bei Ikea gearbeitet? Nein, ich habe mir dieses Wort gerade ausgedacht. Wow, sie ist eine echte Künstlerin. So, ich hoffe, ich habe jeden erwischt. Ja, ist in Ordnung, wir wenden ansonsten die auch. Ist genug Fett für alle da. Weiß, nicht drängeln, ist gesund. Guck mal hier, warte mal. Siehst du? Ja. Auch. Die Fettrillen. Oh. So, ich halte fest. Machst du mal eine Luke auf? No. Einmal die Luke auf. Hinein mit euch, ihr kleinen Freunde. Guck mal, die haben sogar Gute hier Nacht. Drunter. Ach nee, das ist nur die Feuchtigkeit. Das glaube ich auch. Das waren wir nicht, das war schon so. So, wir stellen das auf Umluft. 200 Grad. Lassen wir jetzt erstmal 10 Minuten da so vor sich hin schlummern und dann gucken wir sie uns mal an. Irgendwann drehen wir die nochmal um. Gut. Jetzt haben wir einen riesen Chaos veranstaltet. So muss das sein. Ja. Uns packt der Perfektionismus. Moment. Hoppala, die Köttbullar. Achtung, es wird heiß. Haben wir schon so ein bisschen geschlummert und wir haben festgestellt, dadurch, dass sie jetzt so ein bisschen Hitze bekommen haben, ne? Geht das so? Warte mal, wenn du das dazwischen schiebst, weil das liegt jetzt nur so oben drauf, dann hält das besser. Ja, du hast Brauchst recht. Du noch einen oder geht das? Es geht. Die haben jetzt so ein bisschen angezogen. Sie sind haben angezogen und dadurch kann man diese etwas verunglückten Häufchen jetzt nochmal so ganz freundlich in die Hand nehmen. Warm. Schön warm. Und hallo. Und ein richtig schönes, rundes Kügelchen draus machen, wenn du das möchtest. Also ich meine. Perfekt für den Winter, wenn man kalte Hände hat, ne? Auf jeden Fall. Genau. Oder für immer, wenn man kalte Hände hat, so wie ich. Ja, ich brauche genau. Anstatt Handschuhe einfach ein paar Köttbullar in der Tasche. Läuft. Johnny, wie ist das? Wie gehst du mit Anfeindung um? Ich sage das jetzt so, weil ich gerade bei Insta auch was gelesen habe, dass ihr bei der Produktion in Hamburg auch so einen Hate-Kommentar bekommen habt. Ne? Was so, ein Hate-Kommentar? Na, du hast irgendwie geschrieben, irgendwie, wie kann man das machen oder es sollte verboten werden, irgendwie so. Echt, hat das jemand? Das habe ich auf deiner Seite gesehen. Ernsthaft? Was ist denn? Habe ich gar nicht gelesen. Oder warst du das? Weiß ich nicht. Doch. Naja, auf jeden Fall, es gibt ja durchaus sicherlich KritikerInnen. Bei dem, was du tust. Erlebst du das häufiger oder sagst du irgendwie, eigentlich? Ach, solange das schön ist, ne? Solange wir uns darin bewegen, dass es hübsch aussieht, ist das alles okay. Sobald es heiß. Solange es heiß wird. Aber sobald es heiß und wütend wird, nicht heiß und fettig, dann wird es schon ein bisschen anders. Also dann gibt es Stimmen, die sagen, aber das ist ja immer sehr schön. Ich liebe das ja sehr, wenn Menschen, die keine Ahnung von dem haben, was man macht, erklären, wie der Job läuft oder wie man auszusehen hat zum Beispiel, ist auch immer super. Das ist dann eher so fachliche Kritik? Naja, was heißt, also das wäre ja dann kein Burlesque und das ginge zu weit. Also wenn ich zum Beispiel solche Shows mache, wie die ich gerade jetzt in Hamburg mache, die eben im Thema Halloween sind und eben nicht so super hübsch aussehen, sondern wo man vielleicht auch mal den Mut hat, sich anders zu zeigen auf der Bühne und auch andere Emotionen mitzubringen auf die Bühne. Da gibt es dann schon mal Kommentare. Okay, aber eher so fachlich, Leute, die es ja besser wissen wollen schon. Oder ja, ich wissen ja Meinungen, Arschlöcher. Wir kennen das, ne? Sie hat das A-Wort gesagt. Oha! Es ist doch hier eine FSK 0. Nein, Quatsch. Also ich habe mein Kind mit Schimpfworten aufgezogen und es hat eine hervorragende Äußerungsart. High five darauf. Ich tue das auch. Das ist echt wahr. Ernsthaft. Es klappt total gut. Also mein Kind sagt nicht ständig Scheiße, Arschloch oder sonst irgendwas. Gar nicht. Pipi, überhaupt Kaka. Nicht. Pipi, Kaka, meine Fresse, ey. Das sind doch Menschen und keine kleinen Amöben. Die haben doch ein Hirn, die können ja wohl denken. Ja, okay, also was ich jetzt erwarte... Entschuldige. Nein, ist ja richtig. Nein, aber zum Thema Kritik, was ich erwartet hätte, aber vielleicht habe ich da auch eine ganz falsche Erwartungshaltung, ist, dass sich... Ja.
dass sich Leute eher darüber mokieren, dass das zu viel nackte Haut ist oder dass das irgendwie unschicklich ist. Oder? Nee, natürlich, aber bekommst du solche Kommentare und ja, wie gehst du damit um oder bist du da frei von? Also ich kriege äußerst wenig sowas. Ja? Ja, also das hat wahrscheinlich auch einfach was mit meiner Bühnenpräsenz zu tun. Ja. Ich wirke nämlich nicht nur auf viele Leute größer, sondern ich wirke auch auf viele Leute mitunter schönerweise angsteinflößend. Ja, Angst von mir. Ja, es gibt viele Menschen. Also nicht nur in dieser Halloween-Show, sondern auch so, die hinterher sagen, vor dir habe ich ein bisschen Angst. Wirklich? Und dann denke ich immer so, das ist auch gut so. Das soll so. Das so, wir haben nochmal alles überrollt, Chuck. Laden wieder zu. Hoppala. Die dürfen jetzt hier weitere 10 Minuten, sodass sie in Summe etwa 20 Minuten im Ofen waren. Ich stelle den auch gleich wieder an, wenn meine Finger nicht mehr ganz so ölig sind. Da hinten, ich hole mal was zum Waschen. Genau, wir finalisieren unser Süppchen. Uhu. Uhu. So, dazu kommt mal wieder, dabei kommt mal wieder unser Freund Pürierstab zum Einsatz. Oh yeah. Aber vorher geben wir noch unsere Hafersahne dazu. Das sind 200 Milliliter in diesem Packerl. Ich behalte mir so einen ganz kleinen Rest da drinnen für die Deko. Ach, ne? Für ein paar schöne weiße Tröpfchen obendrauf. So, magst du wieder? Weihnachten, ne? Richtig. Wir machen uns das alles hübsch hier. Ich mach das gerne. You want to? I want to. You want to. Dann give gas, girl. Es wird sofort sämiger. Ja. Es soll sämig sein. Geht nochmal so einen kleinen Schluck Wasser mit bei. Ich finde es jetzt ein bisschen sehr dick, oder? Mhm. So ein bisschen breiig. Einen kleinen, ganz kleinen Schluck. Kleinen, ja. Schluck Wasser. So? Mhm. Sehr suppig jetzt. Ich glaube, es ist sehr... Sehr gut so? Ja, es ist ja ein, der ist ja wirklich toll. Ne? Boah. Ist mein super great. Allerdings. So. Das mal so. Schon mal zwei Probierlöffelchen. Komm noch wieder hierher. Ich komme wieder hierher. Komm wieder dahin. So, Johnny, wir sind fast fertig. Es braucht noch Salz. Wie viel Salz darf es denn? Ja, mach mal so einen Teelöffel und dann probieren wir mal. Ja, gib ihm. Endlich mal eine Frau, die gescheit die salzen kann. Thymian. Oh, sehr gut. So einen gestrichenen Teelöffel. Swoop. Und noch etwas Zitronensaft. Schwupp. Und oh, das sieht gut aus. Pepper. Ja. Sehr gerne. Ich Pepperit. Liebe frisch gemahlenen Pfeffer. Ah, die Frau mag alles, was ich auch mag. Ich mache einen guten Geschmack. Magst du lieber weißen oder lieber schwarzen Pfeffer? Schwarzen. Ich finde, weißer Pfeffer schmeckt nach Schweiß. Nach was? Nach Schweiß. Ich finde, der schmeckt nach Schweiß. Ich finde schwarzen Pfeffer, ich liebe den Geruch von schwarzen Pfeffer auch. Ja, voll. Und ich liebe aber auch grünen Pfeffer mit veganer Teewurst auf dem Brot. Vegan. Oh ja, lecker. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe noch nie bewusst so grünen Pfeffer pur gegessen. Das gibt so diesen eingelegten. Ach ja, klar. Im Glas. Ja, stimmt. Steakpfeffer oder wie man das nennt. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Lebst du vegan eigentlich, Johnny? Nee, ist es schwierig, wenn man so viel reist, komplett vegan zu leben, leider. That's also true, ja. Das stimmt. Das mit dem Unterwegssein ist schwierig. Hupsala. Ah. Etwas davon. Eindeutig. Eindeutig. Das möchte Salz. Das möchte Salz. Ein bisschen. Oh, ja. Ja, doch. Davon auch noch, oder? Was sagt Thymian? Mehr. Auch noch. Mehr. Von, ich bin da nicht so deutsch. Mich musst du nicht überzeugen. Gib ihm. Und ich würde tatsächlich vielleicht auch noch ein Schlückchen Wasser reinmachen, oder? Mhm. Ist schon wieder sehr, sehr breiig geworden. Jawohl. Rühren Sie. Also ich lebe nicht komplett vegan. Ja.
Wir haben zu Hause eigentlich so gut wie gar kein Fleisch mehr. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal Fleisch zu Hause zubereitet haben oder Fleischprodukte hatten. Käse kann ich nicht ganz die Finger von lassen, muss ich gestehen. Mhm. Aber ansonsten lebe ich eigentlich und auch die Familie ziemlich fleischfrei. Ziemlich fleischfrei. Wenn ich unterwegs bin, muss ich gestehen, dass ich durchaus auch mal Fleisch esse. Ich wähle dann aber bewusst aus, was ich esse. Mhm. Und das hat einfach auch was damit zu tun, wenn man einen Job hat, bei dem man viel reist und schon viel so Restriktionen hat, was sein persönliches Leben angeht. Mhm. Ich muss mich irgendwo auch wohlfühlen. Na, auf 100%. Und wenn ich Essen brauche, brauche ich Essen. So, und dann, wenn es eine vegane Alternative gibt und die mir zusagt, dann nutze ich das sehr gerne. Ja. Wenn es das nicht gibt, dann... Dann nimmst du, was da ist. Dann nehme ich, was da ist. Genau. Und davon nur das Beste. Und davon nur das Beste, ja, genau. Das ist doch aber eine sehr konsequente Herangehensweise. Ja, voll. Und außerdem hat ja Essen auch mega viel mit sich wohlfühlen zu tun. Und ich finde diese... Danke. Ja, ich finde diese Suppe jetzt auch sehr lecker, oder? Jetzt finde ich sie perfekt. Komm, wir gucken nochmal in die Kamera. Die Suppe ist die perfekt. Suppe ist perfekt. Doch, die Suppe... Großartig. Hat jetzt eine angenehme Konsistenz, finde ich. Hat so eine Süße von den Esskastanien. und deswegen haben wir dem so ein bisschen was entgegengesetzt mit Zitrone und Weißwein. Und jetzt tanzt das schön Tango auf der Zunge. Auf jeden Fall. Ja? Richtig geil. Sehr nice. Interessant auch. Interessant. Oh, das ist gefährlich. Mein Mann sagt interessant immer dann, wenn es ihm nicht so schmeckt. Okay, ich nicht. Ich sage interessant, wenn ich es interessant finde. Ah ja, okay. Aber ich kenne Menschen, die sagen, interessant. Wie fandest du die Show? Interessant. Interessant. Oh ja. Das ist, stimmt. Ja, interessant. Ja, in dem Kontext ist es auch nicht so schön. Nie wieder. Bis nie wieder. Aber die Stimme aus dem Off nochmal. Schmeckt man den Knoblauch? Ach so. Nein, überhaupt gar nicht. Schmecken. Nö, also tatsächlich nicht besonders aufdringlich. Nee. Nee, ich finde, er reiht sich total ein schön in die Gewürze. Ich bin gespannt. Warte, wir müssen nochmal probieren. Das ist so lecker. Guck mal, wir gucken mal nach unseren Klöpsis hier. Diese da ist auf jeden Fall. Ja, die lassen wir nochmal einen kleinen Moment. Gute Nacht. Wir haben ja noch ein kleines Topping. Eben hatte ich da noch Suppe, jetzt habe ich da einen nassen Fleck. Wie kommt's? Wegen der Suppe. Ich habe versucht. Mein Herz läuft über. So, wir machen noch ein kleines, feines Topping. Wir haben uns hier noch zwei von den getrockneten Tomaten aufgehoben. Ja, und die sollen wahrscheinlich gehackt werden. Hack, hack, hack. Bitte, hack, hack, hack. Du hattest eben schon den Backofen ausgemacht? Ah ja, danke für die Erinnerung. Ich habe den Backofen ausgemacht. Die Köttbullar waren da jetzt 20 Minuten drinnen, haben so vor sich hingeschmuggelt. Darf ich dir was zeigen? Zeig mir was. Ja? Ich bin so ein bisschen mit meinem... Ja, ich sehe das gerade, weil du immer so festhältst und ich möchte die nicht auf dem Gewissen haben. Nee, bitte. Wenn du vorne die Klinge so ein bisschen hältst, schau mal, und dann kannst du einfach so... Normalerweise mache ich das, aber der hing da dran. Ach so, verstehe. Der wollte mit... Jetzt wollte ich dir was Schlaues erzählen, du weißt es längst. Ich freue mich aber trotzdem. So, soll ich weitermachen? Oder? Nö, kannst du, wie du möchtest. Hack du oder ich hacke. Hack. Guck mal, dann hacke ich und du könntest hier die Kresse. Die einfach mal die Kresse halten. Oh, sehr gerne. Die gesamte Kresse? So die Hälfte, würde ich sagen. Und wo hättest du die gerne hin? Tust du hier einfach mit aufs Brettl und dann vermischen wir das mit den Tomatis. Und dann haben wir da ein wunderbar farbenfrohes Topping für die zugegebenermaßen nicht ganz so farbenfrohe Suppe. Aber dafür umso köstlichere. Ja. Also ich meine, viele Dinge sind nicht schön, aber sehr lecker. So nämlich. So, ich hole mal unser Süppchen. Schau mal. Wenn du da mal unten rechts in den Schrank greifen tust, da wirst du hoffentlich eine Kelle finden. Oh, nee. Ja, ich habe auch. Ist da eine Kelle? Na, schau. Ein Schälchen. Sei so nett und tu ein bisschen Suppe. Entschuldige, das ist zu hoch für dich, ne? Nein, ist schon okay. Aber du bist ja auf High Heels laufen wahrscheinlich auch gewohnt, ne? Gewöhnt. Du darfst es auch runternehmen. Nein, ich schaff das. Du schaffst das? Aber ohne Kleckern. Ja. No pressure, aber no Kleckering, please.
Jetzt habe ich gerade kann ich gerade verstehen, dass man Angst vor dir hat. Ja. So. Das war doch noch ganz moderat. Ach übrigens, wenn ihr das jetzt super fein haben wollt, man hätte diese Suppe auch nochmal durch ein Sieb geben können. Ah, okay. Dann wäre sie noch so etwas feiner. Aber was ich mich frage, ne, wenn man das macht, dann nimmt man ja letztendlich Stärkepartikel raus. Dann ist sie ja nicht mehr so nahrhaft. Ja, aber dafür sieht es schicker aus. Also feiner braun. Ja, also feines braun. Ob das jetzt Sinn macht, ist so, ach komm, wir sind doch nicht geizig. Ich würde sogar noch ein Kelchchen geben und dann tun wir so ein paar von unseren Bällchen, Kelchchen da rein. Nein, ich meine, ne, so eine eher gröbere Suppe, wie sie es haben, die ist ja, wird da ja so ein bisschen so als polterig empfunden. Ach echt? Aber ich finde das völlig in Ordnung so. Und jetzt, tada! Bälle. 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 Bring the balls! Bring the balls! Here they are! Naja, ein paar sind doch wieder eher... Naja, in ihre ursprüngliche Form zurückgesunken, aber wir angeln uns jetzt einfach mal die schönsten und lassen die ganz sanft in das Süppchen sinken. Oh, wow, es ist so schön. Noch eins? Ja, das ist toll. Fünf, komm, ungerade. So? I love it. I love it. Und jetzt kommt da noch ein bisschen was von unserer... Topisierung. Top! Oh mein Gott. Wow. It's so motherfucking buttevoll. Oder? So? So. Fertig. Du musst noch ein paar Sahnetropfen. Ja. Oh, danke. Aufgepasst. Du hast dir das doch extra aufgehoben. Hab ich. Woran ihr euch erinnert. Ich habe das schon längst vergessen. So, gucke mal. Kommt gar nichts da. Schön. So, reicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Hallo. Johnny, ja. Das war wirklich schön mit dir. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat das auch Spaß das gemacht. Selbstverfreilich. Ja, gut. Du bist ganz herzlich eingeladen. Aber jetzt essen wir erstmal unsere Maronensuppe. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und wir sehen uns gleich beim Online-Dinner mit Johnny. Ciao, ciao. Tschüss.